Sehr geehrte Damen und Herren, heute erfülle ich einen Hörerwunsch aus der Region. Kurt Lotzki, der Inhaber von Lotzkis Literaturbuffet, einem Buchgeschäft in der Roten Sterngasse. Und wenn Sie den Buchbestand in diesem Laden betrachten, dann könnten Sie annehmen, dass die Roten Sterngasse nach diesem Buchgeschäft benannt wurde. Kurt Lotzki hat sich ein Gedicht bei mir bestellt, und zwar von Kurt Tucholsky. Ob er das jetzt getan hat, weil der den gleichen Vornamen hat wie er, oder aus irgendeinem anderen Grund, ich weiß es nicht. Ich erfülle da einfach diesen Wunsch. Ich denke mir nicht viel dabei. Ich lese es. Aktualität sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Hören Sie einfach selber. O, du mein Österreich, wie musst du es machen? So musst du es machen. Jahrelang die Bauern aufhetzen, jahrelang auf Straßen und Plätzen Wien verfluchen, die rote Gefahr. Und kein Wort davon, wer es eigentlich war, der Österreich in den Kriegstaumel riss, kein Wort von den Göttern der Finsternis, Teuerung, Kirchenglocken, Tumult. Wien, das marxistische Wien ist schuld. Wie musst du es machen? So musst du es machen. Den Proletten langsam den Weg verrammeln, alle die Jahre Waffen ansammeln, Heimwehr, an Schlosskaminen geboren, Kulaken, die ihren Krieg verloren, von deutschen Faschisten unterstützt, von Pfaffen getrieben und ausgenützt. Gegen den Wiener Wasserkopf erhebt sich ein Tiroler Kropf. Aus dunklen Quellen fließt Geld, das wird's schaffen. Übungen, Märsche und Waffen und Waffen. Wie musst du das machen? So musst du das machen. Die Verfassung auf den Müll, Marsch auf Wien, auf sie mit Gebrüll. Heimwehrdrohungen ohne Zahl, aber immer legal, immer, immer legal. Schlag die Juden tot. Österreich ist arisch, aber immer gesetzlich parlamentarisch. Vorn ernste Verhandlungen mit Seipel AD und im Hintergrund eine weiße Armee. So kann man dem Arbeiter alles rauben. Das sollten sich mal die Roten erlauben. Drohung? Mit Waffen? Ein Heimarbeitsbund? Europa brüllte den Hals sich wund. Revolutionen erleben wir rings von rechts mit dem Vokabular von links. Und so sind die faschistisch verkleideten Massen Nachtportiers der besitzenden Klassen. Arm soll verrecken, aber reich bleibt reich. O du mein Österreich. Kurt Tucholsky hat dieses Gedicht unter dem Pseudonym Theobald Tiger in der Weltbühne veröffentlicht, und zwar am 7. Jänner 1930. Das war doch eine ganz, ganz andere Zeit.